Hallo, meine zombieverrückten Überlebenskünstler und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Leider mussten wir die letzte Staffel einfach abbrechen, weil es ging einfach nicht mehr. Das Theater, der Druck, das Problemchen und so ähnliches war einfach problematisch und deswegen würde ich sagen, machen wir hier auch nochmal einen Neustart. Und ich habe mir überlegt, wir machen das diesmal ganz was Neues. Also neu ist es ja in dem Sinne nicht, aber weil ich weiß, dass es nicht so oft gibt, ich würde mit euch gerne mal in der Nevis Gain herumversuchen. Die Map haben sie ja erneuert. Haben sie schöner gemacht, besser gestaltet, etc. pp. Und deswegen möchte ich mit euch da gerne hin. Würde mit euch hier wildes Zombie-Gespür, Blutmondanzahl und so weiter auf jeden Fall einstellen. Die gesicherten Gebiete, Todeszone, Gebietsschutzdauer, bla bla bla. Und alles werde ich mit euch auf jeden Fall mal so ein bisschen erhöhen. Das ist ja normal. Wir werden das mal erkunden. Ich habe da ja auch gar keine Ahnung. Ich habe es nie so endgültig erkundet, weil wir immer neue Karte, größer, besser, schöner. Und dann möchte ich mit euch bis Tag 7 gehen wir den 120-Minuten-Zyklus, um uns die Zeit ein bisschen zu geben, am Anfang reinzukommen. Und ab Tag 7 werden wir dann wieder runter scrollen auf 60 Minuten, so dass ich, habe ich bei vielen jetzt gesehen, die machen das ganz gerne, nämlich eine Folge pro, ein Tag eine Folge sozusagen. Das würde ich schon gerne mal so ein bisschen eingehen. Ich kann für mich auch mal auf 120 stellen und sagen, gut, ich gehe jetzt doch nochmal ein bisschen farmen oder sowas. Das ist ja dann die Möglichkeit, aber so, dass wir ab Tag 7 danach dann wirklich jeden Tag eine Folge und damit wir auch ein bisschen mehr Horde-Nächte diesmal sehen. Das ist so mein Ziel. Gut, dann werden wir jetzt auch rübergehen. Gehen wir gleich rein und wir sehen uns gleich drinnen wieder. Bis gleich. So, da sind wir dann auch. Neu gestartet oder, naja, wieder neu gestartet. Lieber Freund, das Ödland kann erbarmungslos sein. Ich habe dich nackt und ohne Vorräte dem Tod überlassen gefunden. Es scheint, dass du den Duke verärgert hast und Hilfe gebrauchen könntest. Anbei findest du eine kurze Anleitung, die dir beim Überleben helfen sollte. Wenn du sie abschließt, nehmen wir vielleicht einen neuen Bürger in unseren Ringen auf. Die Siedlung von Wright River, es gibt sie wirklich und sie ist sicher. Friede sei mit dir, Freund Noah. Jetzt haben wir wieder das 1x1. Jetzt müssen wir wieder halt von vorne alles anfangen. Ich hoffe, dass es diesmal alles cremiger läuft. Ja, neuer Start, neues Glück. Ich hoffe, dass das irgendwie was bringt. Wie, wo wir was machen, ich habe noch gar keine Ahnung. Das sehen wir dann. Was ist das hier eigentlich? Da ist der Barter im Mund gelandet. Bloß ein freundlicher Hinweis, dass du pünktlich zahlen solltest. Und zwar jedes Mal, sonst gibt es Konsequenzen. Nächstes Mal sind wir nicht so nachsichtig. Danke für die Ausrüstung. Ah, du bist uns immer noch etwas schuldig. Wir sehen uns, der Duke. Gut, da haben wir das drin. Dann würde ich das so machen. So machen. So machen und so machen. Gut, oh, sehr schöner Start. Eine kleine Pistole gefunden. Medikamente. Ja, worauf werden wir hier gehen? Ich habe noch gar keine Ahnung. Ich bin dann noch am Überlegen, wie wir und wo wir das machen. Oh toll. Klingt ja gut an. So, gut. Pflanzenfasern brauche ich nochmal. Pflanzenfasern wieder sammeln. Ah ja, jetzt braucht man eigentlich ein bisschen mehr. Wir können uns ein bisschen mehr als so eine Pflanzenfaserhose anballern. Das sollten wir vielleicht auch machen. Muss man dann gucken, bei welcher Skillung wir nachher wieder raufgehen müssen. Wir haben ja so viel Zeug gehabt. Wir haben alles da gehabt. Oh ne, hier ist ja, genau stimmt, wir haben ja hier das verbrannte Biom drin gehabt sogar. Aber mal gespannt, wie das so alles wird. So, dann machst du mal bitte hier noch Pflanzen. So, Handschuhe, Hemd, das und das. So, gut, dann kannst du das tragen. Knüppel, ich weiß nicht, mir ist Knüppel immer so ein bisschen, eigentlich nicht so meins. Weiß, viele lieben immer den Holzknüppel. Nur ich finde den immer so ein bisschen schwierig. Bogen würde ich vielleicht diesmal sogar mal nicht machen. Bogen vielleicht diesmal sogar mal außen vor lassen, weil ist ja sonst immer eigentlich, was ich immer gespielt habe. Wir sammeln natürlich trotzdem alles ein, was geht. Aber vielleicht machen wir das dann auch ein bisschen anders.
Hä? Das ist ein Generator. Ist ja witzig. So, Baublock machen. Dann machen wir hier natürlich bei Baublock noch das hier. So, dann machen wir noch ein schönes Lagerfeuer. So, dann sind wir damit auch schon mal fertig. Und jetzt können wir dann sozusagen zum Händler in 1,5 Kilometer. Okay, gute Arbeit, Überlebender. Du hast bewiesen, dass es eine Menge Potenzial in dir schlummert. Wir haben den nächstgelegenen Außenposten von White River auf deiner Karte markiert. Dort wirst du einen Händler finden, bei dem du Ware kaufen und verkaufen und Geschichten mit unseren friedlichen Bürgern austauschen kannst. Willkommen an Bord, Noah. Was ist das jetzt hier für ein Gebäude? Können wir hier ein bisschen was machen? Ich würde sagen, wir looten jetzt noch mal ein Momentchen hier ein bisschen ab. Gucken mal kurz hier rein. Was wir nachher verkaufen können, können wir verkaufen. Aber der hier ist doch mal schön Holz gewesen, ne? Recht fix viel Holz, glaube ich, waren das ja immer so. 25 so. Ja, das ist okay. Messing auf jeden Fall diesmal behalten. Ich weiß auch noch nicht, wo wir uns dann niederlassen. Das müssen wir uns mal alles angucken. Das schauen wir mal alles. Da ist es, kommt Zeit, kommt Rat und so weiter. Ihr kennt das ja. Jo. Bin ja mal gespannt. Wie viele wir da jetzt erhalten. So. Also muss erstmal wieder neu machen. Ja, das ist halt das Problem, ne? Du bist jetzt wieder am Anfang und musst jetzt hier erstmal wieder zusehen, dass du überlebst. Das ist halt immer das Doofe. Mann! Wir haben immer genügend Zeit, dass der jetzt wieder hier erstmal loslegt. Kann ich die eigentlich auch ausstiebigen? Guck mal, konnte ich sogar. Problem ist jetzt, dass er kaputt wird. So, ersten Somp erledigt. Passt, wackelt und hat Luft. Moment mal, gleich wieder da. So, und dann geht's wieder weiter. Ihr kennt das ja alles, ne? Ihr kennt das ja schon. So. Oh, Medizinschränke sind immer gut. Nadelfahren, genau, damit wir auch gleich am Anfang so viele Taschen wie möglich machen. Ihr kennt das ja, Essen, Trinken, etc. werden wir uns jetzt erstmal alles wieder reinholen. Machen wir uns dann auf zum Händler gleich, auf jeden Fall. Wasser ist auch immer gut. Okay, so eine Wendetreppe hier. Oh, Hilfe. Mann. Gut, dann machen wir die Tür wieder zu. Hier machen wir das rein. Jetzt hast du ja Zeit, erstmal nochmal da rauszuklopfen. Weil es ist wirklich nur einer, ja? Ich habe jetzt auch nur noch einen Pfeil. Wer hat denn das? Die ballert irgendwie nicht so gut durch. Ah, doch, jetzt so. Ich muss mich jetzt überlegen, wo ich am Anfang die Punkte halt rein. Eigentlich ist es am Anfang so schnell wie möglich erstmal eine Waffe reinzuballern. Das wäre das Beste. So. Madame, die haben da was blitzen lassen. Ein bisschen vorsichtiger, ja? Au! Tolle Wurst. Hat sie mich doch getroffen. Doofe Kuh. Ich hab wieder mal... Wisst ihr, was jetzt das Problem ist? Wir haben natürlich auch kein Lichtchen und so. Ich hasse den am Anfang, weil du kannst bei dem so wenig treffen. Aber gut, wenn du so bleibst. Hat euch gereicht. Hat euch gereicht. So. Sehr gute Mischung.
Nehmen wir auf jeden Fall alles dankend an und mit. Boah, warte mal. Mehr ist hier auch nicht, wa? Aber dafür, dass hier drei Soms drin sind, war jetzt kein Loot. Guck mal, können wir ja tragen. Dann kannst du den auch schon wieder kaputt machen. Was haben wir hier noch drin? Ah, können wir jetzt auch erstmal tragen und den kaputt machen. Genau so. Na gut, jetzt haben wir uns ein bisschen einkleiden können. Aber mehr ist hier auch gar nicht drin. Schade. Schade Marmelade. Wow. Gut, naja, gut, konnten wir ein bisschen Kleinzeug ein bisschen mitnehmen. Aber ich würde sagen, wir machen uns jetzt auf den Weg. Nimm alle Nester und so ein bisschen mit und erkunden die Welt von Neviskane einfach mal. Ich muss ja sagen, da habe ich auch noch nicht viel gehabt. Also ich war noch nie so viel in Neviskane unterwegs. Ich hatte mal eine Anfangszeit, wo ich überhaupt angefangen habe mit dem Spiel. hatte ich mal Neviskane angefangen. Da habe ich auf so einer kleinen Insel, einer kleinen Insel ein bisschen was gemacht. Und ja, das war es dann auch schon wieder. Sie werden jetzt auch erstmal nicht so weit in Häuser reingehen. Ich werde jetzt hier so ein bisschen mitnehmen. Oh, Medizin ist immer gut. Speer. Perfektioniere deine Bewegung, deine Züge nicht gut, um maximalen Schaden anzurichten, verursache 10% mehr mit Speeren. Ja, was wir skillen und so, das gucken wir uns dann noch an. Da lassen wir uns noch überraschen. Ich könnte ja da reingehen. Vielleicht ist da Nahrung. Eigentlich wäre es schon sinnvoll, wenn wir am Anfang... Ach. Wir müssten eigentlich in die Gebäude ein bisschen rein. Hallo? Hallo? Ist hier jemand? Sehr schön, genau. Jetzt müssen wir auch wieder alles erstmal aufballen. Weil wir werden ja auch schon ganz gut belohnt, muss ich jetzt sagen. So, gegrillter Mais haben wir schon mal da. Töffle. Okay. Ja, wir durchsuchen jetzt mal. Oh ja, oh ja. Wir haben ja gleich schon belohnt, meine Freunde. Also wenn wir jetzt auch hier mal wirklich keinen Sombo erwischen, da bin ich nicht traurig drüber. Wenn wir einfach hier kurz mal einfach uns ein bisschen durchlooten. Wir brauchen ja Vorräte. Wir haben jetzt eine Kleinigkeit zu trinken, eine Kleinigkeit zum Essen. Könnten wir uns jetzt hier auch einfach mal gönnen. Hallo? Jemand zu Hause? Hm? Hallo? Keiner da? Hallöchen? Auch keiner da? Oh, da ist sogar aber noch was wir looten könnten. Ja, okay. Können wir aber erstmal mitnehmen. Bringt uns ein bisschen Geld. Wir müssen jetzt erstmal wieder sehen, dass wir wieder ans Geld rankommen, ne? Geld, Essen, Trinken. Jetzt fängt es wieder an und ich weiß auch noch nicht, ob ich mir vielleicht diesmal selber ein Haus mal baue. Ich habe ja noch nie wirklich so ein richtig selber ein Haus gebaut. Okay. Aber wirklich auch ein sehr leeres Haus, ne? Also hier ist ja wirklich gar nichts. Kein Loot und so weit. Unten in der Küche hat man ein bisschen Glück gehabt, aber naja gut. So, na dann verziehen wir uns mal wieder. Schön. An dem war ich schon dran, ne? Genau. So, dann weiter in die Richtung. Das sind 1,3 Kilometer, meine Freunde. Ich bin ja mal gespannt. Okay, wie gesagt, wir werden so jetzt nebenbei so mal ein bisschen was mitnehmen, wenn es sich lohnt. Wenn es sich lohnt, das schauen wir dann. Und ich glaube, wir sollten am Anfang so wirklich so ein bisschen auf die Waffen gehen. Da ist schon ein Zombie in der freien Wildbahn, meine Freunde. Bin ja echt gespannt. Die Karte soll, da soll jetzt auch ein schöner Tunnel soll es ja jetzt geben. Den gibt es jetzt auch, soweit ich gesehen habe, nur in der Neviskane-Map nämlich. Deswegen lohnt es sich vielleicht ja sogar eigentlich den Weg hier mal lang zu laufen. Nee, auf Soms habe ich jetzt eigentlich erstmal noch nicht so die Lust. Auch wenn ich schon die ersten angelockt habe. Boah, mein. Tragen wir mal einen schönen Rock.
Nee, nee, bleib mal da hinten, bitte. Stoppen wir das, bevor die erscheinen. Pass mal auf, wir schmeißen mal den hier raus und doch den hier raus und tschüss. Nee, das sind mir noch zu viele jetzt am Anfang. Also wir gehen das ganze Ding ganz locker flockig an. Wir machen jetzt hier nicht ein... Ach guck mal, genau, doch, 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 das Gebiet erinnert mich. Mal, du startest ja hier eigentlich immer in der Regel. Da ist diese Insel, auf der ich am Anfang gedacht hatte, dass ich da vielleicht meine Basis errichten werde. War, das waren noch die allerersten... Ich weiß gar nicht mehr, welche Alpha das war. Hallöchen, der Herr. Nee, heute, ich bin ja erstmal nur auf der Durchreise. Was ich mir damals hier das Problem hatte, als ich hier angefangen habe, haben mich immer die ganze Zeit diese blöden Hunde zerlegt. Ah nee, die Wölfe waren das. Zombies sind auf jeden Fall schon mal gut gefüllt. Zombies sind schon mal gut gefüllt. Ja, wie gesagt, ich würde das ganze Ding erstmal langsam mit euch angehen, gucken, dass wir da ein paar Sachen dann halt finden. Ach, warte mal, habe ich jetzt die Knochen weggeschmissen, weil ich hätte mir ein Knochenmesser machen können. Guck mal, den kannst du auch erstmal rauspacken und dann haben wir das auch. Gut, ich bin ja auch nicht gerade unoffen, ja, unsichtbar mit meiner Fackel da in der Hand. Hier, kommt mal her, hier bin ich. Essen ist gut, Pflanzenfasern kannst du erstmal rausmachen und einen Kevlar könntest du dir jetzt erstmal gönnen. Witzig wäre es, wenn das wie bei, bei Walking Dead wäre, wenn du dann so läufst und da wird immer mehr und dann hast du auf einmal so 100 Zombies hinter dir her. Wäre auch interessant und witzig. So, ja, wir suchen jetzt wie gesagt alles so ein bisschen nochmal ab. Holz ist gut, grober Schrot, aber wir sind jetzt schon überladen. Warte mal, können wir nicht schon eine Mod bauen? Ach, Klebeband fehlt, ne? Jo, das könnte man, Klebeband und Leder. Das... Was? Wo denn? Ach hier, direkt links von mir. Leute, 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 Leute. Lassen Sie mich doch erstmal hier in der Welt ankommen. Ne, okay, stimmt. Die haben die ein bisschen erneuert. An alles erinnere ich mich jetzt auch nicht mehr. Bombenwurf. Kräftige Sprintangriffe werfen den Gegner mit hoher Wahrscheinlichkeit zum Boden. Sehr schön. So ran und dann. Bam! Hier ist bestimmt auch eine Menge los. Ach, guck mal, da ist er auch schon wieder. Der Nerdige. Eigentlich könntest du das mal, warte mal, ich könnte das eigentlich mal so machen. Dann war das schon mal so. Weißt du was, wir haben eigentlich Hunger. Dann gönn dir erstmal den. So! Hat zwar jetzt nochmal ein bisschen Schaden uns gegeben, aber das ist jetzt nicht ganz so schlimm. Und wie gesagt, ich hätte Bock, wieder eigentlich in ein schwierigeres Biom dann hereinzuwechseln. Ich mag das von vornherein, wenn wir etwas höherwertige Biome haben. Wir können ja so machen, wir bleiben bei dem einen jetzt erstmal. Wir bleiben bei dem einen Händler, bis wir die Mission durch haben. Dafür nutzen wir dann ja auch die Zeit jetzt gleich. Mission, 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 Mission machen. Und dann gehen wir ins nächste Biom halt rüber. Ich muss sagen, ich finde das nicht ganz so schlimm, dass wir einen Neustart machen. Weil Neustart heißt ja auch immer, ja, du machst was Neues im Endeffekt. Der Anfang von Seven Days ist eine der coolsten Sachen immer. Ja, das Gebiet zum Beispiel kenne ich hier. So, kann ich nicht jetzt sogar ein Messer machen? Boah, wir können sogar ein selbstgebautes Maschinengewehr machen. Sag mal, davon hast du doch aber... Ah, mir fehlt noch eins. Schittikowski. Ah, ein schwebender Zomb. Ach, du warst das gerade. Aber ich finde, das war eigentlich bis jetzt ganz süß aufgebaut, die Siedlung. Face the Bees, drink for free. Oh, boah, ja, da hast du schon Zombiebären drin, ne? Das war das Gebäude. Oh, guck mal, das ist doch neu mit dem Eingang hier. Die haben das neuer gemacht. Stimmt, durch diese Tore... Ja, ist klar, dass du schon da bist. Wie soll ich denn das machen jetzt am Anfang? Ich glaube, eine Sache, die wir auf jeden Fall mal machen werden, ist... Eine Sache, die wir auf jeden Fall am Anfang machen, ist...
So, da haben wir das Messer. Ja. Dass wir einen Punkt ins Kochen stecken. So, jetzt haben wir es. Weißt du was? Ich glaube, ich bleibe wieder beim Messer. Ich weiß nicht warum. Eigentlich, ich mag eigentlich ein Messer so ein bisschen mehr. Weil der weniger Ausdauer und sowas halt natürlich kostet. Und der für mich sehr gut einsetzbar ist. Gut, beim Knüppel haben wir halt den Vorteil, da hast du den Schwung. Was wir aber auch gucken könnten, wäre, dass wir vielleicht sagen, wir gehen mal auf einen zweihändigen Kolben. So, ich meine, zweihändiger Schneidkolben ist ja bestimmt auch mal. Ich muss mir die, wir müssen uns zusammen mal die Bäume mal angucken. Was jeder einzelne Baum so drin hat, damit wir auch nicht zu viel drumherum skillen jetzt. Okay, das ist Stoff. Wir sind leider drei überlastet. Ja. Erste Ding, was man bei Gothic gelernt hat, ist, bleib erstmal auf den Wegen, geh noch nicht weit ab vom Schuss, kann ziemlich schnell zum Tode führen. Ja, wir legen vieles dann einfach beim Händler wieder ab, ne? Hallöchen, ich suche nur Eier. Bis Ostern, wisst ihr? Bleiben Sie von mir fern, der Herr. Wollte es auch gut. Jetzt ist wirklich viel los. Zombie hier, Zombie da, Zombie überall. Zum Weg in den Berg. Auch cool gemacht. Also ich finde es jetzt gerade sehr unterhaltsam, mal jetzt so die Karte so kennenzulernen. Ah. Okay. Ja, schönen guten Tag. Genau, die sind ja auch alle neu gemacht, ne? Das ist ja auch das Interessante. Schönen guten Tag, der Herr. Ja, dann würde ich hier gleich sagen, looten wir nochmal alles. Ich hoffe nur, dass ich diesmal nicht diese Probleme habe mit dem ganzen Neugestart und sowas. Ja, mal gucken. So, ja. Nee, leere Kiste. Na toll. Gib mir mal das hier. Denkst du dir, yeah, Loot, Kiste, Munition, jetzt geht's los. Nein, nichts dergleichen. Ach man, Ja. Die tragen. Munition, Gefechte, Räume und so weiter, wirst du Raum für Raum. Du nimmst 5% weniger Schaden und teilst 10% mehr Schaden aus, wenn du drin bist. Das ist schon mal gut. Also wir werden ja schon so ein bisschen belohnt für den Neustart, ne? Ein bisschen werden wir schon belohnt für den Neustart. Das finde ich ja gar nicht mal so uncool. Ja, diesmal werde ich weniger Sachen auch verkaufen von vornherein, sondern mehr für mich behalten. Ich bin, wie gesagt, noch ganz hart überlegen, ob wir vielleicht sogar einfach mal ein Gebäude selber bauen. Jetzt ist doch hier, wo wir in den unteren Raum reinkommen, ne? Ah, die Schmieden, Digga. So, wir können jetzt schon mal den Tausammler machen. What the hell? Hast du das Glück rübergezogen? Oder deine Lootfähigkeiten von drüben, oder was? Ah, leider geöffnet. Nichts drinne, nichts drinne. Die feiern da draußen eine Party. Ein Problem ist, ich kann da nicht viel machen. Wir haben am Anfang doch ein bisschen gehandicapt, was Schaden einfach angeht. Das wisst ihr ja. So, ein bisschen Sprengst, Gebulfska. Also, das haben wir. Den haben wir. Hier haben wir nochmal eine Chemiestation. Nochmal was Schönes. Da hinten sieht mir auch mal eine schöne Getränkelieferung aus. Hier haben wir noch ein schönes Nestle. Ein bisschen Eier. Damit wir, sobald wir möglich steht, da müssen wir auf jeden Fall einen Punkt Kochen daheim machen. Dass wir es ordentlich abkochen können, Wasser abkochen können, etc. pp. Aber hier oben noch. Ist hier oben. Na, ist leider schon offen. Ja, wir müssen am Anfang gucken, dass wir vielleicht auch nicht so sehr auf Loot-Punkte machen, sondern wir gehen wirklich so ein bisschen auf Intelligenz wieder. Und uns so schnell wie möglich die Dings rein. Hey, wir waren so weit. Wir konnten zwei Sachen aussuchen und. Also das war schon richtig gut, wo wir waren. Und jetzt stehen wir wieder hier. Wir wurden schon wieder verprügelt vom Duke. In eine andere Gegend geschliffen und da jetzt zum Sterben zurückgelassen. Aber warte mal, kann man die auch looten? Nee, kann man nicht. Da könnte auch was da drin sein. Ah, nee, weiß ich nicht. Nee, nicht in jedem, ne? Stimmt.
Das wäre fatal zu sagen, dass da jetzt auch Wasser drin ist. So, pass auf, wir machen das dann mal so. Ich würde den hier als meine Lagerstation nehmen. Das behalten wir alles, 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 alles. Das, 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 das. Leben, Boden, wir behalten eigentlich alles. Wir halten jetzt im Endeffekt eigentlich alles. Nee, das brauchen wir noch, weil wir noch mit Stein arbeiten. Den kannst du noch mit reinpacken. Und dazu kannst du das rostige Fass hier noch nehmen. Da kannst du dir auch nochmal die Sachen reinpacken. Ja, wir behalten alles bis auf die 7 Dollar hier. Ich möchte diesmal alles behalten. Ich möchte hier nicht zu viel ausgeben. Das war's. Jetzt können wir ja, wir sind ja hier so ein bisschen in der ruhigen Minute. Wir haben 4 Punkte ja drin. Also regulär ist ja, hier ist, wenn wir hier reingehen, machen wir die Donnerbüchse, dem das und da wäre das ja. Groß und schnell. Ja, schneller. An sich wäre der ja schon sehr interessant. Hier ist halt immer ganz cool wegen dem Maschinengewehrschützen, weswegen ich da auch eigentlich wahrscheinlich wieder reingehen möchte. Henker, ja gut, und Intelligenz. Also ich überlege wirklich wieder auf den Bogen will ich diesmal hier nicht reinmachen. Diesmal nicht hier und auch nicht tiefe Wunden eigentlich. So schnell wie möglich eigentlich auf das hier gehen. Und das hier. Erfinder der Robotik zum Bleistoff, der braucht ja 3 Punkte in Intelligenz. Dann könnten wir hier zum Beispiel auch schon mehr Sachen finden und so schnell wie möglich das aufbauen. Und hier brauchen wir auf jeden Fall, also ich will auf jeden Fall den mit reinnehmen, weil wir das brauchen. So, vom Landleben ist eigentlich auch immer schon ganz gut, dass wir am Anfang vielleicht weniger mehr Feldfrüchte machen. Wobei wir hier von vornherein auch schon auf mehr Dings gehen, ne? Und hier finden wir mehr Punkte, Gegenstände in der Schmiede, bla 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 bla. Also wäre hier ein Punkt in Intelligenz ja gar nicht so dumm. Das machen wir mit rein. Hier haben wir ja den mit drin, die Schmerztoleranz nehmen wir mit rein. Und das nehmen wir mit rein. So, wir gehen jetzt ein bisschen mal auf Survival-Aspekte auch drüber. Weniger Nahrungsverbrauch, etc. pp. Sowas halt. Schönen guten Tag. Haben Sie Material da? Der Herr. Bin gleich bei Ihnen. Hi. So, siehst du, da geht schon los. Samen haben wir. Also, wir können Bomben sammeln. Fallen verbessern. Sehr schön. Was haben wir denn hier Feines? Kannst aus. Ja, wenn ich 5000 Dukes habe, ist klar, ne? Ist klar. Ja, weil ich ja damals immer so verwundert, bis ich das dann bei einigen gelesen habe, dass da, so, steht nur rum. Warten Sie, ich gehe mal ganz kurz, mich mal in den persönlichen Räumlichkeiten umschauen. So, wir haben Reparaturwerkzeuge, Fallen natürlich. Was hast du denn da für Schuhe? Oh, guck mal. Auch noch bessere Schuhe. Oh, Schließfach? Wenn ich jetzt frage, ja gut, das eine ist Hitze, das andere ist Ding, das ist eigentlich egal. Naja, nicht ganz so gut, wie ich gehofft habe. Boah, das ist ja, was ist denn da draußen jetzt schon los? Meine Güte. Hast du mir jetzt ein bisschen Essen schon gefunden? Nochmal Essen gefunden. Ja, dann kannst du mir über den nochmal erlernen. Oh ja. Doppelt und dreifach gut. So. Ah, hier, Kleiderhaufen. Vom letzten Duschgang. Die tragen. Und schnibbeli schnibbeli schnupsch. Ja, meine Güte, das war jetzt so ein guter Loot. Also ich sag ja, wir haben jetzt schon so ein bisschen gar nicht ganz so schlechten Start, wie ich es mir gedacht habe. Aber ich glaube, wir können uns auf jeden Fall noch eine Mission hier heute reinballern. Wenigstens eine. Aller Anfang ist schwer, ne, mein Freund? Ja. Aller Anfang ist schwer. Hast du irgendwelche auf... Ah, warte mal, doch, stimmt. Darf ich mal dein Inventar sehen? Das kann... Ja, danke dir. Nein, das kann ich eigentlich behalten. So. Ja, mache ich ja. Beseitige Zombies in 403 Meter. Was ist das? Mushroom Mining Co. beseitigen. Okay, I'll find somebody else.
like you, friend. Creepy I'm church. Ja, wir nehmen mal das. Ich wollte jetzt nicht unbedingt in die Höhle reingehen. Außerdem können wir damit vielleicht gucken, ob wir irgendwo, ne? Können wir hier irgendwas reinpacken? Mein Essen behalte ich erstmal bei mir. So, dann kannst du das hier noch reinpacken. Das behalten wir. Das ist alles, was wir ein bisschen behalten. Na gut, die Dukes kannst du auch erstmal reinpacken. Und ja, dann würde ich sagen, ich werde nicht die Tür, glaube ich, öffnen. Weil die stehen auch schon hier vor der Tür, ne? Zwei gleich. Oh nee, oder? Was? Ich muss jetzt verbrannte Biom von hier aus? Holla die Waldfee. Ich habe jetzt schon totale Lust. Ja, wir sind in einer. Im verbrannten Biom müssen wir jetzt rein. Ich habe nichts eigentlich, ne? Ich habe keine Munition. Wir sind alles im Nahkampf. Okay, dann müssen wir jetzt ausdauersparend. Genau, das verbrannte Biom gibt es übrigens nur in der Nevis Game Map. Hat einen halben Schädel drauf. Dadurch ist das ganze Ding hier minimal schwerer, als wenn wir im normalen Biom wären. Warte mal, vielleicht können wir dem ja. Der ist ja schon verbrannt. So, der brennt bestimmt gut. Mist. Mist, 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 Mist. Sehr schön. Wieder ein Zombo weggeballert. Ich glaube, ich mische jetzt am Anfang so ein bisschen die Kampfvariation. Weißt du, dann mache ich jetzt mal das so, 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 so. Ne, Bogen, diesmal machen wir mal weg. Diesmal bin ich so ein bisschen... Machen wir. Diesmal geht der Bogen wirklich weg. So, verbrannter Wald. Siehst du diesen verbrannten Wald? Das ist ein halber Schädel, weil deswegen gibt es den... Die Wüste gibt es dann nur mit einem Schädel, weil eigentlich es noch diesen verbrannten Wald gibt. Aber den hast du nur in der Nevis Game Map. Das finde ich halt sehr interessant. Hier ist im Endeffekt eigentlich nur alles abgebrannt. Und ja, wir befinden uns jetzt auf dem Weg dorthin. Ah, das Problem ist, es liegt genau hier drin. Ah, wir müssen XP sammeln. Ja, irgendwie will er nicht brennen. Wahrscheinlich, weil er zu gut geerdet ist. Ah, na gut, dann haben wir ihn mit der Fackel durchgeballert. Das ist so krass. Ich glaube, in den... Geht es doch mal an hier. Na, noch einer von denen. Nee, jetzt gerade mal nicht, mein Kleiner. Die Stimmung ist auch halt schon genial, ne? Jetzt am Anfang gleich so eine Stimmung. Finde ich crazy mazy. Aber na gut. Was willst du anders auch erwarten von den Entwicklern? Da haben sie wirklich gute Arbeit geleistet mit den Stimmungen und alles. Aber warum ich gleich in den verbrannten Wald hinein muss, das ist ja schon wieder zum Kotzen. Du wolltest ein neues Biom spielen, hast du gesagt. Ja, aber nicht gerade das. Doch nicht das Zerstörte. Das sind zwei Biome, die werde ich auf jeden Fall immer meiden. Na gut, wir müssen einfach nur hoffen. Ich höre schon irgendwo laufen. Problem ist... Ah, da unten ist er wieder. Gut. Nee, die lassen wir jetzt auch mal. Mal, habe ich nicht jetzt noch einen Punkt bekommen? Nee, das Level Up hat er mir nicht... Man nicht eigentlich automatisch ein Level ab, wenn du in der zum Händler kommst vom Questen her? War doch eigentlich so, oder? Aber wenn sie es wirklich so authentisch lassen, dann hast du eigentlich hauptsächlich hier wirklich mit Verbrannten zu tun. Dann geht es ja eigentlich, finde ich jedenfalls. Zwei. So. Das hört sich voll komisch an, wenn die laufen, also so richtig nackt an, ne? Yeah, next weg.
Ah, ich bin schon gespannt, was uns so erwartet, aber mich ärgert es so ein bisschen. Ja, wenn ich mal jetzt gucke, was habe ich hier eigentlich an Rezept? Ich habe nur die Pfeile, ne? Oder einen Puffermantel, den wir selber bauen könnten, wenn wir das Buch hätten. Wäre eigentlich nur interessant, wenn wir ins Dings gehen. Ins Winterbiom. Blei. Wow. Ach, wie lange wir schon allein zu der ersten Mission? Das habe ich aber so nicht mehr in Erinnerung. Oh, Kleber. Wir behalten Kleber diesmal gleich von vornherein bei uns. Ich glaube, ich hatte es am Anfang teilweise sogar verkauft gehabt, so doof wie ich war. Aber diesmal behalten wir es einfach bei uns. So. Ich hoffe echt einfach, dass ich hier jetzt nicht so viele Probleme mit dem Spiel dann habe, dass das dann jetzt durchläuft. Und wir werden, wie gesagt, dann auch weiter voranschreiten, sondern die nächste Staffel. Muss ja sagen, Seven Days ist ja eins meiner absoluten Favorite-Spiele, die ich immer wieder gerne spiele. Und genau. Von daher bin ich immer gerne unterwegs. Da mache ich auch gerne Neustarts. Das ist so einer der wenigen Dinge, wo ich sage, okay, da kannst du immer und immer und immer wieder einen Neustart machen. Oh, guck mal da. What the hell? Das ist ein Stufe 1er Gebäude? Bist du sicher? Ich habe in Erinnerung, das ist ein 3er Gebäude. Ah, nee, 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 nee. Gibt noch eine andere. Da hast du nämlich eine Unterführung. So, wir machen es wie immer, wie gehabt. Einmal looten, keinmal looten. So. Wie groß ist denn das? Ist aber ein 1er, ne? Oh, wir haben 36 Minuten, aber das passt weiter. Genau, hier sind so die Tore nur leicht geöffnet. Das finde ich halt auch voll cool. Warte mal, da ist alles davor geschoben. Das ist gut gemacht. Das ist gut gemacht. So, wir suchen wieder draußen alles einmal ab. Stimmt, das waren die, wo die da bestimmt da oben stehen, ne? Die stehen bestimmt wieder an der Decke, wie immer. Immer alle an Decke. Holla, die Waldfee. Warum gibt es denn am Anfang gleich einen Geier? Haben die nicht erst später im Spiel? Mister, sie stören jetzt eher, als dass sie mir hier was helfen. Oh, toll. Problem ist, ich bin hier schon auf Gelb. Ich kann nicht so weit raus. Boah, die Stimmung ist wirklich mega. Kommen Sie mir nicht zu nahe, Mister. Denk dran, immer am Boden liegende einprügeln, aber nur wenn es Zombies sind. So. Ja, wir spielen jetzt erstmal mit allem, was wir so möglich haben, ne? Habe ich aber leider schon wieder gar nichts mehr. Was? Wo jetzt schon wieder? Wo kommst denn du her? Die Bewegung von dem sind witzig. Puh. Ja, meine Freunde, das ist jetzt erstmal ein langwieriger Prozess wieder, ne? Das kennt er ja. Was? Na, jetzt hat der mich auch schon gesehen. Aber eigentlich muss ich wahrscheinlich irgendeine Waffe reinpacken, im Nahkampf. Ich kann nicht komplett ohne, weil das Problem ist, am Anfang wirst du nie so viel Munition finden, dass du das ohne schaffst. Oh, schön gemachter Friedhof, ne? Ja, na klar, ich muss da hochspringen und da reinspringen, ja? Hallo, tschüss. So, da haben wir zwei Soms.
Ich weiß gar nicht, wie viele Sams es überhaupt denn gibt diesmal. Ein bisschen herum. Jetzt muss ich aber aufpassen. Jetzt kommt nämlich, ach du Heilige, genau das, was mir nämlich untypisch und schlecht ist. Von allen Seiten hast du jetzt Doms. Schnippel den ja gerade Bein ab. Der ist auch nicht mehr kann. Du hast noch zu tun. So, der ist schon mal weg. Kann ich den durch das Gitter auslegen? Ne, kann ich nicht. Verdammt. Okay, dann machen wir das anders. Hopp. Sag mal. Ah, die Action ist schon mal gut dabei, meine Freunde. Da brauchen wir uns keine Sorgen machen. Ich sehe den Kopf nicht. So. Nee, da hinten warten, bis er sich durchgeboxt hat. Jetzt ist die Frage, wo ballerst denn du jetzt herum? Ach Gott, du Meter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Meter. Haben wir noch irgendwo jemanden, der hier... Hier wird dann noch mehr als die zwei Zombies dann herumrennen, oder? Hallöchen, wo bist du eigentlich? Ach du Heilige. Okay, wir gehen wieder raus. Ziehen sie wieder rum. Und dann sehen wir es ja gleich. Also siehst du, das hat das Problem am Anfang. Am Anfang fehlt dir einfach die Bewaffnung. Könnte man eigentlich auch ein paar Dinger bauen? Ihr könnt, kommt mal hier rüber, meine Freunde. Hallo? Ist er jetzt gerade hier aufgemacht? Jetzt steht er schon daneben. Komm mal her. Dann kann ich das hier machen. Das hier, ne, warte mal, das hier. Hi! Ausdauer ist ein bisschen verringert, weil ich Dings nicht mehr habe, weil ich kein Essen mehr drin habe. Aber ich habe auch so viele von den Zombies hier. Oh oh. Den machen wir wieder fest. Und dann können wir hier nämlich wieder schön draufballern. So, einer ist tot. Huch. Oh oh. Müssen du jetzt nach Hause kommen? Wie bist denn du rausgekommen? Der ist da drinnen.
Denkst du dir gerade sonst was? Und dann kommt der da einfach raus. Ich habe mich schon gewundert, wo hat denn der rumgeballert? Oh, ist der da rausgekrochen, wa? Geile Kiste! Geile Kiste! So. Hm. Nicht so geile Kiste? Wart ihr das jetzt aber auch hier oder kommt hier noch jemand? Ey! Hallo? Au! Der war gut. Gut reagiert. Ich glaube, jetzt muss der ja rauskommen, oder? Ne, der hat sich echt da reingebackt. Und wir sind noch nicht durch. Shit. Ja, okay. Der draußen ist jetzt gerade durch. Von daher glaube ich, wir können jetzt hier mal ein bisschen draufsetzen. So. Wie sieht es denn jetzt eigentlich aus? Haben wir jetzt nochmal einen Punkt da? Nee, ne? Wir haben jetzt noch gar keinen Punkt weiter. Dann müssen wir wirklich dann nochmal gucken, dass wir da vielleicht nochmal hinein investieren. So. Ich mache heute mal etwas, was ich sonst eigentlich nicht mache. Wir suchen mal, ob wir vielleicht irgendwo Munition oder sowas finden, bevor ich hier weiter reingehe. Weil wir natürlich im... Ne? Ja, nee, behalt erstmal. Kannst du den nicht sogar reparieren? Wir machen erstmal so, wir suchen, ob wir Munition finden. Oder irgendwie sowas in dieser Richtung, damit wir dann uns irgendwie vielleicht zur Wehr setzen können. Ne, hier ist nichts. Gucken wir mal hier rein. Ah, Vehikel, ja. Mhm. Unser schöner 4x4, den wir uns gebaut haben, der jetzt nicht mehr existent ist. Schrotflinten. Schrotflinten wäre ja mal interessant. Habe ich auch noch nicht so richtig gespielt, aber ich finde es auch wieder so eine recht einfache Geschichte. Jo, ihr seht ganz viel, weil ich nämlich dies, das hat ein interessanter Aspekt, wenn du wieder anfängst und du hast halt kein Helmlicht, ne? Kein Helmlicht. Und Munition finden wir auch gerade nicht. Dabei habe ich geskillt. Gib mir meine Munition. Ja, komisch geschnitten, muss ich sagen. Oh, was zu essen. Ich glaube, wir sollten uns jetzt auch mal gönnen. Meine Freunde, wir sollten uns jetzt auch mal auf jeden Fall ein bisschen was gönnen. Wir haben ja Hühnchenration. Ja, wir sind eigentlich komplett leer, ne? Dann gönnen wir einfach alles, was wir haben. Und dann müssen wir weiterschauen. Ihr kennt ja meine Methode. Eigentlich gehe ich durch erstmal und dann, aber wir sind jetzt wieder voll am Anfang und der Gegner ist wieder auch nicht gerade easy cheesy. Und deswegen machen wir das jetzt wieder erstmal auf die Variation, dass wir uns erstmal gucken, ob hier auch irgendwo was drin ist an Loot-Technischen. Bevor wir dann uns da hinsetzen. Also, wir sind auch heute wieder bei einer langen Folge, wie es schon ausschaut. Ja gut, guck mal, hier ist dann auf jeden Fall noch ein Sombo. Auf jeden Fall noch drei Sombos. Ich sag mal, ist das wirklich normal, dass die so viele Soms am Anfang hinpacken? Warte mal, die kommen doch hier oben runter, oder? War mir so klar. Die kommen da oben runter. Und dann machen wir mal hier den da rein. Dann machen wir den mal den hier. Und dann lassen wir sie mal hierher huschen. Machen wir mal mit den. So. Wenn der drinnen bleibt, ist alles gut. Kommen wir bloß nicht raus. Machen wir das bloß nicht kaputt. Ziehen wir mal einfach hier schön hoch. Ja, weißt du was?
So. Kopf getroffen. Oh shit, jetzt machen sie aber hier unten wahrscheinlich wieder kaputt, ne? Nee, okay. Hallo? Irgendwo ballern sie. Ein Fertigkeitspunkt, sehr schön. Das ist nur die Frage, was investieren wir? Wo wollt ihr denn raus? Hallo, hier. Genau, und jetzt kommt mal hierher. War dann jetzt dagegen, wa? Kann ich dir ein bisschen helfen? Ach, helfen wir den einfach. So, ist kaputt und nun? Hi, genau, hier bitte einmal her. So, jetzt muss ich kurz warten, weil ich wieder keine Ausdauer habe. Oh, der andere brennt. Ja, ist, ihr kennt mich ja. Ist nicht die beste Art, die wir spielen, aber es ist eine Art. So, Nummer 2. Haben wir nur 101 Lebenspunkte? So. Wir looten dann gleich noch. Sehr schön. Geschafft. Erste Mission erledigt. Auch wenn das wieder mal auf eine Art war, die man es nicht so macht, ne? Hallöchen, hübsche Frau. Das Krasse ist, das wäre eigentlich auch ein cooles Startgebäude eigentlich. So schön hier oben alles aussetzen. Nein, da müsste ich wieder das Dach abreißen. Nee, das wäre mir zu viel Arbeit. Ich glaube, das hatten wir in der einen Staffel schon gehabt, wo wir so viel gemacht haben. Nee, wir suchen erstmal noch. Wir haben noch Zeit. Wir müssen, können uns ja immer erstmal so zwischendurch setzen, so wie hier jetzt dann sagen, okay, dann bleiben wir doch mal ein bisschen hier, ein bisschen dort. So, oh. Oh. Tragen. Obwohl meine... Guck mal, das Witzige ist, guck mal, die macht Rüstungswert schon mehr. Nee, dann mitnehmen und mitnehmen. Der Wassermod ist zwar an sich ganz cool, das Problem ist nur bei der Wassermod. Davon haben wir nicht viel. What the hell, was ist denn los? Also loot-technisch geht es uns jetzt gerade nicht schlecht, muss ich sagen. So, da haben wir Scrapping Fun. Wir haben jetzt Schraubenschlüssel freigeschaltet, was gut ist, dass wir das auch als nächstes dann angehen. So. Ich nehme mich mit, weil je mehr Fackeln, desto besser. Jetzt gehen wir mal hier noch ein Stück hoch, oder? Da könnte doch noch was sein. Solange jetzt nicht noch ein Zombo wartet, aber das dürfte eigentlich nicht, oder? Auch nochmal mitnehmen. Nee, im Endeffekt hast du jetzt nur hier oben drauf, genau. So, genau, dann können wir in der nächsten Folge die Mission abgeben und dann schauen wir mal, was wir in der nächsten Folge machen. Das war die nächsten. Jetzt, wir bollern die Mission jetzt erstmal durch und dann gucken wir mal weiter, ne? Aber dann würde ich auch sagen, dass wir das für heute erstmal lassen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls es euch gefallen hat, könnt ihr gerne mal in die Kommi schreiben. Ein Daumen nach oben ist immer was Feines und über ein Abo freue ich mich natürlich auch immer sehr. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge. Dann gehen wir die Mission ab, schauen, ob wir da noch was annehmen. Dann schauen wir mal, ob wir uns irgendwo ein Gebäude erstmal suchen für die Nacht. Und, ne? Ihr kennt es ja, ne? Dann wünsche ich noch einen angenehmen Tag, Abend oder Morgen, je nachdem, was ihr die Folge angeschaut habt. Und alles erdenklich Gute bis dahin. Tschüss.